So, liebe Leute, heute geht's weiter mit Grid und dem letzten Teil unserer kleinen Aufnahmesession. Dann haben wir es Gott sei Dank bald komplett durch. Wir sind auf dem Paris Kurs de Rue. Ja, mein Französisch ist ein bisschen eingerostet. Damit fangen wir heute an, auf jeden Fall. So, was haben wir für Fahrzeuge auf jeden Fall dann diesmal zur Verfügung? Den Aston Martin, das ist die Grid-Edition. Okay, dann nehmen wir den gleich. Ja, genau, passt soweit. Nehmen wir den. So, auf geht's. Doppelschlag Paris, wie gesagt, haben wir heute vor uns. Gucken, wo wir stehen. Und machen Sie sich bereit für einen Grid World Series. Entschuldige, es ist gleich soweit. Aber nicht so tick oder aber fliegen? Wir fliegen stark, ne? Ja. Scheinbar fliegen wir stark. Okay. Dann. Was ist denn los? Hallo, mach mal bitte ein bisschen Platz hier, ja? Ich will hier gerne mal wieder nach vorne. Ich dachte, wir hätten so einen Time Attack, ich hab ihn nicht. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Aber warum muss man denn unbedingt mich wegschießen? Ja, ist schön für euch. Warum kriege ich eigentlich immer die Schafe, wenn ich dann weggedreht werde? Das ist auch voll, genau das im Rennen passiert. Ich drehe mich weg, gehe in der Fahrtrichtung in die Autos vorbei, das wird disqualifiziert. Das ist halt das, was mich gerade ein bisschen nervt. Vor allem hängst du jetzt wieder, weil einer meinte, komm, ich drehe dich mal weg. Hängst du wieder ganz am Ende. Das fällt jetzt, dass die ganze Scheiße von vorne aufholen. Ich war so schön mit da vorne dabei. Wenn du das Ding hier schon kaputt verkackst. Voll vier Runden, ey. Das ist gerade. Im Wald ist das schon extrem schwierig, was im letzten Rennen mal immer zu reißen. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Okay, das hier ist deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Ja, bitte. Ich würde es gerne. So, deine Grünkollege, der will ein bisschen uns... Hier, du bist das gewesen, ne? Sorry, aber ich will davor. So, jetzt muss ich mich davor ein bisschen anarbeiten, weil das fällt ein bisschen weit auseinander geeilt. Hier sieht der Karte muss extrem weit aus. Wirklich, ja, weil ich immer wieder diese roten Mega-Rutsche drin habe. Sollte Platz 5 momentan sein. Gutes Tempo. Du bist
bist in Runde 3. Mach ein paar Plätze gut. Ah, fahr doch mal da weg. Jetzt wieder mich. Ja, das Problem, wenn der eine mich die ganze Zeit nicht vorbeidrückt. So, jetzt. Wundere dich nicht, wenn du da attackiert wirst. Der hat mich geklaut. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ich muss irgendwie nach vorne. Aber dann ist das ein bisschen mit Körperkontakt. So, Platz 2 momentan. Das heißt, ich habe ein bisschen Luft jetzt dazwischen. So, jetzt käme ich an den Führenden mittlerweile dran, das ist hier der Erstplatzierte. Das ist mir dann noch ein bisschen zu riskant, da vorbeizugehen. Jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir die Führung übernommen. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Nee. Ich hoffe, dass wir dann danach nicht noch mal dieses Rennen. Ein Sieg wäre wichtig zum Auftakt. Aber wir waren schon zwischendurch mal letzter. Ich muss das volle Feld aufräumen. Zeit ein bisschen zu verbessern. Meine Rundzeit haben wir da aus 39. 36, 37, 38, das waren 38,1. Da haben wir uns noch mal ein bisschen was verbessert. Okay. So, gut, dann haben wir's. Nee, haben wir nicht. Quatsch, wir haben noch ein Rennen. Vielleicht reicht es dann für Viertel gleich Level 76. 2,49. Okay, das geht schon. Das sind 4 Rennen. Ebenfalls Paris. Aber eine etwas andere Streckenführung. Das ist die kurze Streckenführung mit der 8 drin. Der Teamkollege auf 4.
alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Okay, tut mir leid. Ich glaube, es aber wie auf dem Mond. So, Doppelsieg fürs Team wäre wichtig. Jetzt sind wir auf 8. Also mich ein bisschen davor zu drücken. So, den Platz 14 hat es auch mal ein Team von den Navi jetzt mittlerweile. Hopp. Sorry, die Nachbarn sind wieder am Bohren. Die Kollege auf 5. 6, also der Ziel ist zu 7, der wird ein bisschen durchgereicht da hinten. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ah, da kann ich leider nicht das machen, was ich vorhatte. Eigentlich war der Plan, nämlich in Führung zu gehen mit beiden Autos und dann den Tipp 15 vorbeizulassen. Aber das kann ich nicht machen, solange wir auch nur da hinten auf 7 irgendwo geht's. So, und dann ist schon. Oh, ich bin das Ziel, okay. Guter Start. Bleib an der Spitze. Ja, dann müssen wir es halt berichten. Und dann, mit der, wenn wir das Ding gewinnen, haben wir eine perfekte Woche. Dann haben wir nämlich alle Rennen gewonnen. Da wäre ich ziemlich happy drüber. Jo! Oh Gott, uiuiuiui, das wird doch immer verdammt eng. Ich dachte mir jetzt soll. Jetzt hast du dir das Auto gerade weg. Oh, ich habe dieser 4. So, Halbzeit. Das war die Hälfte des Rennens. Doppelführung, jawohl. Ja, ich würde ihn halt jetzt gerne ein bisschen ranlassen. Also, rankommen lassen an ihn. Weil er die Chance hatte, durchzusetzen. Jetzt hab's dann wahrscheinlich alles zu klein, ne? Ja, der hängt ja wahrscheinlich direkt an der Backe da hinten. Ich lass jetzt mal ein bisschen rankommen. Ja, der kippt ihm schön an der Backe da hinten. Bleib in Führung. Letzte Runde. So, das war der Plan an der Sache. Jetzt hat sich mein Teamkollege vorne nämlich das Rennen gewinnen. Dass der vielleicht sogar mal ein bisschen was hat, holt. Was sind jetzt ziehen vorne? Also ich werde jetzt, da nicht angreifen. Ich will ihn ja zumindest so weit wie möglich nach vorne hüpfen lassen. Weil für die Fahrerwertung, für seine Fahrerwertung. Klar will der vorbei. Ich könnte jetzt jederzeit da irgendwo mit reingehen, das Rennen gewinnen. Aber wofür? Ich will seinen Fahrer ran, ein bisschen drücken. Versorgen wir jetzt natürlich mal ein perfektes Wochenende. Ne? Ein perfektes Rennen, aber. Das war ziemlich bewusst jetzt gerade so, dass ich sage, ich
gehe da jetzt nicht nochmal ran. Damit, ich habe gesagt, ich habe es angekündigt, ich habe es durchgezogen und damit sollte es passen. Und damit stehen wir auf Platz 2 am Ende. Und das Wichtigste ist, dass der Teamkollege am Ende die so weit wie möglich nach vorne gerutscht ist. Das werden wir jetzt sehen, wie es am Ende aussieht. Das war auch gut. Passt so. Und das reicht, um ihn dann final, glaube ich, auf 3 zu drücken. Ja, das war zumindest der Plan. Okay, gut, dann haben wir soweit. Ist in Ordnung, bin ich zufrieden mit. Kann ich ja nicht ändern. Ja, und dann gehen wir morgen weiter mit dem nächsten Teil hier. Bis dahin und tschüss.